Servus und herzlich willkommen zum Game Store Simulator. Ich habe jetzt halt noch ein paar Sachen eingekauft, allerdings ist mein Lagerregal hier komplett voll. Deswegen ist noch eine Kiste im Auto. Ich wollte mit euch ja nochmal die Dinge hier durchschauen, die Online-Aufträge. Und ja, 4,70, also die können wir zum Beispiel auswählen, 18 Stück davon. Wir haben den Reingewinn von 242, machen wir. So, Ali Jones, der will 13 Stück davon, 169 Reingewinn. Dann sehr teuer, aber was soll ich meinen einzigen lustigen Quellspiele machen? Erforderliche Nummer 4 Stück, Reingewinn 65. Dann haben wir hier noch was, da haben wir keine. Anscheinend sind es die noch, was noch draußen im Auto sind. Sprich langsam, dann geht's auch. Sende diese Spiele zu mir, ich bin eine Polizei. 3 Stück haben wir da nur, erforderliche Nummer sind allerdings 6 Stück. Charles Walker, jawohl, dem können wir das auch noch verkaufen. 167,60 Reingewinn akzeptieren. So, dann schauen wir mal ganz kurz ins Lager. Ah, eine Box kann ich noch reinstellen, wunderbar. Also ich muss auf jeden Fall schauen, dass ich Paketregale noch herbekomme fürs Lager. So, jetzt schauen wir mal, ob wir hier noch was losbekommen. Online-Verkäufe. Jawohl, also die zwei können wir auf jeden Fall verkaufen. Reingewinn 20 ist nicht viel, aber doch. Davon haben wir keine. Also wir brauchen Puzzle. Und wir brauchen... Nee, da haben wir noch genug. Wunderbar, 41 Reingewinn, akzeptieren. Cool. So, also Puzzle brauchen wir auf jeden Fall. Warum gehst du da eigentlich raus? Das ist doch... Jetzt ist nur die Frage, wo bekomme ich die Puzzle her? Ich kann mir nämlich den Händler noch nicht merken. Wir fahren halt jetzt erst einmal zu Abigail, genau, weil die ist jetzt eh schon ausgewählt. Und ich fahre mal da vorne rum. Entschuldigung. Ups. Ich meine, irgendwann, wenn man so ein Spiel eine Zeit lang macht, dann weiß man schon wo. Aber jetzt im Moment weiß ich ehrlich gesagt nicht, wo ich welche Spielekategorie bekomme. Dreh gleich so rum. Also es ist schöner zu bremsen, wenn ich einfach den Rückwärtsgang einlege. Hey Abby, was hast du? Du hast Strategie, Racing. Wir können echt tatsächlich alles hier wieder kaufen, ne? Ja, wir haben 1000 Dollar tatsächlich. Okay, wir kaufen jetzt mal hier von jedem Spiel nochmal 20. Plus... Oh, halt. Hinzufügen. Sollte ich es auch, ne? Plus Regale fürs Lager. Und zwar 2 Stück, würde ich sagen. Dankeschön. So, Spiel, Regal. Das ist schön, dass es angezeigt wird, was ist. Finde ich wirklich von Vorteil. Regal, und dann habe ich nämlich die Regale hier hinten drin, dann passt es. So. Dann fahren wir als nächstes, ja, mal ganz kurz zur Werkstatt rein auf jeden Fall und danach fahren wir weiter zum Hector. Gucken wir mal, was das kostet, das Auto zu reparieren. Wenn das jetzt natürlich nur ein paar Dollarchen sind, dann ist es auch in Ordnung. Muss das Auto leer sein? Schau mal, fix das Fahrzeug. 12, 10, okay, also alles 34 Dollar, ja, dann passt es schon. Dann kann man das auf jeden Fall machen. Dann ist es auf jeden Fall lohnenswerter. Oh. Hallo?
als ein neues Auto kaufen. Wenn das jetzt teurer gewesen wäre, dann ist klar, ne, dann hätte ich mir eher ein neues Fahrzeug gekauft. Aber ich sollte halt einfach mal ein bisschen besser fahren, ne? Hier ist es schön, da haben wir eine schöne Strecke. Können wir auf den Grünstreifen düsen. Oh, aber ich kann ja nur noch ein Paket reintun, ne? Ist blöd, dann muss ich nochmal hinfahren. Naja gut, ist halt so. Dann ist es halt so. Mach dein Auto nicht gleich wieder kaputt. So. 20 Stück. So, und es geht echt flott. Also ich bin schon sehr angetan von dem Spiel, muss ich sagen. Muss ich wirklich zugeben. Mir gefällt's. Mit dem Auto, da kommt man auch rein. Ist jetzt nicht so schlimm. Aber der Spritverbrauch, trotz dessen, dass ich das gepimpt habe, ist der Spritverbrauch immer noch relativ hoch. Also ich hoffe mal, dass das der Entwickler noch ein bisschen reduziert. Ansonsten bist du ja die ganze Zeit nur in der Tankstelle, wenn du hier mal ein paar Sachen einkaufen gehst, ne? So. Schnappen wir uns erst einmal die zwei Regale. Mal gucken, wo ich die hinstelle. So, ich würde dich gerne so hindrehen, so dass ich aber, oh, ich kann das sogar hier reinglitschen. Das ist auch okay. Wenn das möglich ist, dann mache ich das natürlich gern. Also ungefähr gleich, dass es ist. So, dann haben wir nämlich auch Platz, um wirklich was unterzukriegen. Kann nur drei nehmen. Upsi, du hast mich jetzt erschrocken. Aber ich renne ja auch ohne zu schauen hier einfach rüber, ne? Ups. Die haben es auf mich abgesehen, ich sehe schon. So, wir haben noch 500 Dollars. Das heißt, wir fahren nochmal hinter zum Dingsbums, wo wir gerade waren. Einfach wieder quer rüber. Kann ich schon fast gleich nochmal tanken gehen, ey. Halt, hier rum. So, dann kaufen wir hier noch die anderen beiden Spiele. So, und zwar einmal das da und einmal das da. Dann fahren wir noch, und wir waren jetzt bei Abigail, wir waren bei hier, und dann fahren wir noch zu Adam. Und Adam hat, glaube ich, die Puzzle. Ich glaube, das war eins der ersten Spiele-Kategorien, die wir hatten. Aber ich wusste halt jetzt wirklich nicht mehr. So. Dann einmal hier und einmal da. So, dann stopp. So, genau, Puzzle und Plattformer und Building. Das sind 330, was ich noch habe. Dann kaufen wir eben die da. Ups. Ja, und das ist halt auch was mir gefällt, ne? Dass ich wirklich dann noch nach Feierabend Schluss die Zeit habe, um hier das einfach zu besorgen, das ganze Zeug.
finde ich wirklich gut. Dekorationen wollen wir natürlich auch noch ausbauen. Aber da brauchen wir erst noch ein paar Verkaufsregale. So. Raus mit dir. Und rein mit euch. Dann können wir diesen Online-Ding noch abschließen. Schwuppdiwupps. So, Internet, Online-Verkaufe. Wählen. 94 Reingewinn. Jawohl. Und dann, wenn wir jetzt den Tag abschließen, dann sollten wir doch einen ganz guten Umsatz gemacht haben. Im Grunde, ne, wir haben auch viel eingekauft, aber das Lager ist halt voll, ne? Das ist das Schöne. Ich räume jetzt halt auch keine weiteren Sachen hier jetzt ins Regal rein. Ich lasse das erst einmal hinten im Lager und würde sagen, wir beenden einmal den Tag, bitte. Minus 1100 ist in Ordnung. 28 Daumen nach oben, also wir sind gut dabei. Jawohl, Kikerikok. Und dann müssen wir jetzt den Tag einfach nur laufen lassen. Online-Aufträge sind schon wieder sehr viele da, ne? Also das ist nicht schlecht. Und es werden auch mehr. Puh. Da wird es Zeit, dass wir dann auch wirklich ausbauen, ne? 750 war, glaube ich, der Ausbau oder sowas. Nicht schlecht. Es ist halt einfach zu viel, ne? Also wenn ich jetzt halt jedes Mal das Regal ausräume und wieder einräume, nur dass es dann wieder sauber dasteht, ist halt auch ein Quatsch. Aber gut. So, alles auf 19, ne? Jawohl. Schauen wir mal. Ich stelle mich mal ein bisschen so hin, dann sehe ich wenigstens die Diebe, die hier reinlaufen. Ein Spiel, bla bla bla. Kämpfen ist egal. Ich muss jetzt selber erst einmal schnell kämpfen. So. Dann der nächste, bitte. Ich denke mal, es sind immer die Standardantworten. Irgendwann weißt du, was die Leute sagen und weißt du auch, was die suchen. Ne? Ich war unentschlossen. Ich mochte immer die Spiele, die wir Combo machen können. Wenn es vielleicht Gewalt enthält, wäre es nicht schlecht. Machen wir doch mal kämpfen. Okay, sie hat ein Spiel genommen. Okay, was willst du? Hallo, mein Freund. Hung, hang, hung. Ich konnte mich nicht entscheiden, ob sie mir ein Spiel geben können, das ich bauen kann, welche Kategorie ich wählen sollte. Zum Bauen? Aufbausimulation. Okay, der nimmt. Oh Mann, und hier ist dann wieder Sir Dreck. Das ist schon arg. Und das macht dir dann auch wahrscheinlich wieder nicht guten Eindruck bei den Leuten. Ein Spiel, das wir laufen und zu mir gesprungen sind, ist notwendig. Wenn es 2D ist, wird es perfekt sein. Welche Kategorie ist deiner Meinung nach für mich geeignet? Jump'n'Run? Okay. Gut, das war schon mal die richtige Wahl. Zu teuer, sagt sie. Okay, aber eigentlich kommt dann gleich der Dieb wieder. Ich probiere es mal vielleicht. Hey, du hilfst mir schnell. Ich möchte etwas lösen. Möge es schwierig sein, sagen Sie mir die Kategorie, die schnell dafür geeignet ist. Nimm einfach irgendwas. So. Also 14 Uhr ist dann so die Zeit, wo der zweite Dieb kommt. Interessant. Kann man sich ein bisschen drauf einstellen. Nein, schieb mich doch nicht ins Regal. Hallo du, ich habe Soldaten und sehe sie jeden Schritt, indem ich jeden Schritt mit dem entgegengesetzten Team berechnet. Geben Sie mir schnell ein Spiel in dieser Kategorie. Action? Ich habe Ihnen alles erzählt, was ich... okay, das war nicht richtig. Die Aufregung zu spüren und neue Herausforderungen zu stellen, ist für mich ein unverzichtbarer Teil der Spielwelt. Also verbringe ich stundenlang beim Abenteuer bei jeder Gelegenheit. Gibt es eine Kategorie von Spielen, die Sie mir empfehlen können? Abenteuer? Okay.
Und so viel Dreck. So, 16 Uhr, ich weiß nicht, wann jetzt der dritte Dieb kommt. Ich habe es geliebt, Levels im alten 2D-Spielen zu absolvieren, ohne zu sterben. Mein Freund hat mir vorgeschlagen, Plattformspiele auszuprobieren. Was denkst du? Jump'n'Run? Aha, oho, So, der Dieb müsste dann gleich wieder kommen. Ich denke, 17 Uhr ist dann die Zeit für den. Ich brauche Hilfe. Ich auch. Weil ich nämlich glaube, dass der Dieb, ja, der schleicht da ran. Ihr rammelt hier an der Tür, jawohl. Und was ist, wenn ich jetzt einen Kunden erwische? So, schauen wir mal, was er hier hat. Hallo, ich brauche eine Art Spiel, das ich mir simulieren werde. Kannst du mir bitte helfen? Du willst ein Spiel simulieren? Warum nimmst du nicht eine Simulation? Ich simuliere hier auch nur, dass ich ein Spiel simuliere. So, 17, da brauche ich gar nicht mehr beraten, es ist 18 Uhr. So, aber wenigstens können die noch zahlen. Und wir haben 7. Oh, da ist sogar noch einer, der zahlen kann. Wunderbar. Cool. Ich bin begeistert. Jetzt gucken wir mal noch die Online-Handelsdinger durch. 470, 470, 5 Stück braucht er, ne? Wählen. 54. 18 Stück. 14 habe ich nur. Warum machen wir erst einmal die, die wenig sind, ne? Akzeptieren. Dann haben wir hier 8 Stück. Jawohl, das können wir sogar machen. 112. Das können wir machen. 87. 133. Oh, das habe ich jetzt nicht mehr, da habe ich jetzt nur noch 5 Stück. 11. Da habe ich nur 14. Also ich brauche Puzzle und Rennen. Puzzle und Rennen. So, und hier müssen wir auch so langsam mal gucken, ne? Ich habe noch einiges hier drin, aber maximal platzieren. Nein. Das heißt, ich muss einfach irgendwas mal eingeben. Hauptsache, ich kann das Regal hier mal leer machen. Hallo? Weil das ist nämlich das Eigentliche, was ich jetzt halt machen will. Wählen. Ich gebe dann einfach nur mal die 9 ein. Das reicht schon. Alles raus. Jawohl. Wegen einem. So, und das hier noch. So, dann haben wir jetzt erst einmal wieder alles im Lager. Dann gucken wir mal, ob wir die Aufträge hier noch erfüllen können. Nein. Und nein. Also die können wir nicht. Wir brauchen quasi Rennen und Puzzle. Das sind die zwei, die wir brauchen. Aber wir haben jetzt eh 1610, ne? Durch das, dass wir hier so viel gekauft haben. Jetzt fahren wir nochmal beim Autohändler vorbei. Ich habe die Hoffnung, dass der irgendwie ein anderes Auto noch hat. Und dann würde ich sagen, fahren wir direkt weiter zu Hektors Dingsbumsladen. Ich hoffe ja wirklich, ne, dass es da noch ein anderes Auto gibt. Weil ein zweiter von denen bringt mir ja auch nichts. Ich kann ja nur ein Auto fahren. Oh, Entschuldigung. Ups. Sorry, mein Fehler. Car-Dealer. Oh, jetzt hat hier steht was anderes. Um.
Der hat halt gerade zwei Tragfähigkeit. Was will ich mit so einer Karre? Schau dir vielleicht schick aus, aber was will ich denn bezogen? Oh Mann. Na ja, gut, dann müssen wir am nächsten Tag nochmal hin, ne? Das bringt uns ja nichts. So, dieser Weg war umsonst. Und dann einmal dahinter. Und dann kaufen wir wieder von jedem Spiel. Stück oder vielleicht gleich 40 Stück. Weil jetzt wird es nämlich schon interessant, ne? Vor allem 40 Stück, ob die dann auch in einem Karton sind? Ich hoffe es. So, was hast du? Du hast genau das, was ich nicht brauche, aber das ist egal. Das sind jeweils knapp 200, also insgesamt sind wir bei 600. Und ich bräuchte allerdings noch Regale, ne? Also ein Lagerregal wäre nicht verkehrt. Vielleicht tatsächlich noch gleich zwei. Das sind acht Kartons. Das ist aber doof. Also es sind immer 20 Stück drin, ne? Okay, dann machen wir die zwei erst nochmal weg. Einundzwanzig XP haben wir auch noch. Ich weiß nicht, ob ich mit einem Karton in der Hand eigentlich ins Auto steigen kann. Das habe ich auch noch nicht probiert, ne? Probieren wir es mal. Ne, ich muss den auf jeden Fall raustun, okay. Also das funktioniert nicht. Dann einmal nach Hause. Wie gesagt, jetzt hoffe ich nur, dass wir vertanken. Das ist echt übel. Also, das ist ein bisschen schade, dass das immer so übertrieben wird mit dem Ganzen. Vor allem jetzt habe ich ja schon ausgebaut, ne? Und trotzdem. So, schauen wir mal auf die Map. Da müssen wir nicht mehr hin. Zum Autohändler müssen wir nicht mehr. Wir müssen dann noch zu Abigail und wir müssen zu Adam. Abigail und Adam, das sind die zwei, wo wir nochmal hin müssen. Jawohl, Dankeschön. So, wir müssen natürlich die Karre erstmal leer machen. Also ein dreifacher Platz wäre schon super, ne? Wenn wir kriegen könnten. Wart halt jetzt. Geh weg. Oh, mein schönes neues Auto. Und dabei bin ich so sanft mit der Karre, dass auch ja nichts passiert. So. Jetzt ist natürlich blöd, ne? Weil jetzt habe ich 40 Spiele von denen, die jetzt ja gerade online nicht gefragt werden. Und wir müssen ja die Regale auch noch einräumen. So. Dann fahren wir jetzt einmal zu Adam. Und holen uns. Warum ist denn sie noch aktiviert? Oder sehe ich das jetzt falsch? Ich glaube, ich sehe das falsch, ne? So, einmal zu dir hier. Puzzle brauchen wir auf jeden Fall. 93. Ja, komm, ich mache das jetzt halt überall mit 40 Stück. Das passt schon. Das passt schon. Wir machen überall 40. Die packen wir dann in die
ins Lager natürlich rein. Und dann füllen wir natürlich auch die Regale im Laden. So, erst einmal zurückfahren, Entschuldigung. Geh weg. Ich habe Vorfahrt und das grundsätzlich. Ich bin der Spieler. So, und so. Man ist wenigstens hier schnell unterwegs. Wie gesagt, das ist schon mal ganz gut. Na? Eins dahin, eins dorthin. Die Puzzle können wir eigentlich gleich verkaufen, ne? Hier, 18 Stück. Dann kriegen wir auf jeden Fall den einen Karton hier weg. Oh, warte mal. Hä? Warum? Moment. Die 15 machen wir, weil die kosten nämlich nur 3,90. 138 und dann eben noch die. Minus 11? Nee, nee, nee. Moment. Das haut irgendwie nicht so ganz hin. Dann müsste ich das hier nehmen. Reingewinn minus 260. Ablehnen. Jetzt mach ich mal ablehnen. So, hier habe ich immer noch zu wenig. So, das heißt, wir müssen jetzt noch zu Abigail fahren. Da fahre ich wieder hier an der Küste lang. Da geht es irgendwie am schönsten hier über den Grünstreifen und das ist optimal. Keine Autos, die stören. Ich möchte natürlich auch mal testen, ob ich hier ins Wasser fahren kann, ne? So, einmal wenden bitte. Ist das ein riesen E-Scooter? So, Servus. So, da kann ich jetzt allerdings nicht so viel kaufen. Aber hiervon brauche ich auf jeden Fall. Gleich 40 und hier dann jeweils 20. Sind wir bei 358? Ja, das passt schon. Passt schon, sind jetzt 4 Kartons. Und Mann, wir sind schon wieder am Ende, ne? Das ist echt schlimm wieder. Das ist wieder so ein Spiel, wo die Zeit so schnell verfliegt. Und im Grunde wollte ich heute das als letzten Part machen, weil ich mir dachte, wir schauen uns mal den Autohändler an und machen das Ganze hier mal mit den Verkäufen. Aber okay, dann hänge ich eben noch mal einen Part mit dran. Halt, wir müssen in die Richtung. Hänge ich eben noch mal einen Part mit dran, weil ich möchte nämlich unbedingt schauen, ob jetzt der Autohändler dann auch mal ein vernünftiges Auto hat. Ist ja ganz nett mit so einem Flitzer, aber wenn du dann nur zwei Plätze drin hast, dann bringt es natürlich nichts, ne? Und ausbauen wollen wir den Laden auch noch. Das kommt ja noch dazu, ne? Halt, wenn du schon da bist, dann kannst du auch da einfach stehen bleiben. So, das machen wir jetzt nämlich noch. Den Verkauf. Oh, ist nichts mehr. Okay, keine Online-Verkäufe mehr. Alles klar, dann lassen wir es. So, das Problem, was ich jetzt nur habe, ist, dass ich hier keine Farben habe, ne? Also ich muss mir im Grunde merken, wo ich was rein tue. Wenn ich jetzt sage, hier ins erste Regal mache ich Abenteuer, dann sollte ich da immer Abenteuer auswählen. Aber wie gesagt, das sind die Farben halt, ne? Weil ich nicht weiß, welche Farben und so. Das ist ein bisschen blöd.
Lasst uns einmal noch die XP machen, dann geht der Part eben ein bisschen länger, das ist ja egal. Zum einen würde ich gerne mehr tragen können. Erhöhung der Anzahl der Spiele pro Kiste ist auf jeden Fall schon mal gut. Aber ich würde auch gerne, machen wir beides, 10 Stück mehr in der Kiste, also immer 30 Stück pro Karton und einen Karton mehr. Passt doch. Das passt doch, das dauert eh nicht lang und dann haben wir das schon wieder komplett ausgebaut. So, und dann würde ich sagen, machen wir beim nächsten Mal weiter. In der Hoffnung, dass wir dann auch ein richtiges Auto bekommen und so weiter. Alles klar, wenn euch der Part heute gefallen hat, gerne ein Like da lassen. Schreibt mir gerne auch was in die Kommentare, ich lese es immer sehr gerne. Nicht vergessen, ein Abo dazulassen, wenn das noch nicht passiert ist, dass ihr auch keine Folgen mehr verpasst. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende oder was auch immer. Macht's gut, ciao, ciao.